Wo muss ich hin? Da hoch, da hoch. Hui! Ich muss... Muss ich da doch nicht lang oder wie? Hui! Hä? Sonderbar, warum... Ende der Schwerelosigkeit. Bin ich jetzt... falsch gegangen? Oder war das echt nur diese Nebenaufgabe? Hä? Okay. Nun gut. Dann nehme ich jetzt einfach mal an, dass ich sogar falsch gelaufen bin. Naja, das wird sich wahrscheinlich eh noch klären. Nachher schreibt ihr auch in die Kommentare, du bist unnötigen Weg gelaufen. Das war überhaupt nicht nötig, aber... Hä, wozu sollte man denn dann da lang? Das ist komisch. Ach, hey. Ja, komm, geh zu. Komm, mach auf. Ich liebe diese Türen, die so schnell reagieren. Ba-da-da-da-da-da-da-da. Wir fahren nach oben, das ist klar. Da, da, da. Ach, schon wieder so ein Asthmatiker. Komm, wo bist du? Ach, hier oben bist du. Du bist gar nicht hinter der Tür. Lol. Jo. Die letzte, Isaac. Die Atmosphärensteuerung hat einen Schalter, mit dem du das Sauerstoffrecycling neu starten kannst. Sobald die Luft sauber ist, kannst du ins Lebensmittellager. Isaac, ich habe mir diese Berichte durchgelesen. Die Crew fing an, Massenhalluzinationen zu haben und jetzt... Naja, ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder auf einem Sicherheitsmonitor gesehen, aber das ist völlig unmöglich. Ihr werdet alle ballaballa. Ihr werdet alle ballaballa und das alle zusammen. Nur der Isaac behält die Fassung. Als einziger behält er die Fassung. Und das ist gut. Denn er darf nicht ballaballa werden. Zumindest nicht hier bei uns. Wir kriegen gleich Freunde. Wir kriegen gleich Freunde. Ha! Langweilig. Komm, ich will, dass was passiert. Ach, das sind nur diese Teile, die so rumstänkern. Na gut. Ja! Ehrlich gesagt, bei dem letzten gerade, der hätte sich ruhig totstellen können. Das hätte ich jetzt direkt nicht bemerkt. Yeah! Ach, was waren da noch? Ach so, Strahlmunition. Sieht man zwischen den ganzen leichten Teilen gar nicht. Dort unten wartet anscheinend nichts auf uns. Du bist tot. Ah, doch, da ist was. Ist hier was? Das sind alles nur tote Menschen, aber... Waren das vorher auch so viele? Mach mich nicht kirre. Hier, das geht jetzt auf. Ja, bitte. Mach mal auf hier. Öffnen. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir Geld. Kanonen, Kanonen. Also ich würde sagen, diesmal hat es sich sogar wirklich gelohnt, das hier aufzumachen.
Weil ein Energieknospe, genau, eine Energieknospe kostet nämlich nur 10k und wir haben jetzt allein schon 7,1k rausbekommen an Geld. Und mit den Gegenständen, die wir bekommen haben, rentiert sich das. Isaac, wo bist du? Hilf mir! Wer war das jetzt? War das jetzt die Freundin oder war das diese Kendra? Ich weiß es nicht. Ha. 100% haben wir fertig. Luftfilter aktivieren und dann können wir bestimmt da durch. Sämtliche Luftschichten werden geflutet. Stickstoff- und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Das ist schön. Und, was? Ach so. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal eben zum Shop. Wir haben dann noch 2 Minuten, um uns mit dem Shop auseinanderzusetzen. Ja, und dann würde ich wohl auch schon wieder sagen, dass es für diesen Tag für mich die Aufnahmesession, das ist das schon wieder war. So. Obwohl, nee, dann muss ich nochmal rein. Ach ja, dann kaufen wir uns jetzt nämlich noch Energieknoten. Weil wir haben gerade nur leider einen einzigen kleinen, süßen, niedlichen Energieknoten. Und er hat jetzt 3 Freunde dazu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 4 Energieknoten. Ist das nicht toll? So, und ich will gerade einfach mal gern mit... Nee, da muss ich nicht lang. Gut. Wie? Was zur? Wo ist der? Hammond ist weg. Was soll das denn? Ach so, der sollte ja woanders hingehen. Stimmt ja. Okay. Dann bleiben wir mal hier vor diesem epischen Monitor stehen. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dead Space mit mir. Ja. Und dann kümmern wir uns darum, was hinter dieser Tür steckt. Hier. Geöffnet. Öffnen? Fragezeichen. Ja, aber beim nächsten Mal. Tschüss.